Hallo und herzlich willkommen zurück zu Lost Region. Jawohl, die erste Folge sollte ja auch mittlerweile schon draußen sein. Die ist auch schon draußen. Wenn du die siehst, ist sie definitiv draußen. Ich rede schon wieder einen Müll, weil ich jetzt nicht wusste, was ich sagen sollte. Passiert. Und ja, wir befinden uns in Lost Region und ich hatte euch ja in der ersten Folge versprochen, nicht versprochen, sondern euch gesagt, dass ich zwischen den zwei Folgen, also zwischen der ersten und der zweiten jetzt, mich mal umgucke, ob wir wieder rennen können. So, Caps Lock. Und da sind wir wieder bei meinem Englischproblem. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Ne? Das hatte ich bei Skyrim schon. Dann hatte ich es mir umgestellt auf eine Taste, wo ich sage, ja, damit komme ich zurecht. So, und jetzt habe ich es mir auf Alt gelegt. Linke Alt-Taste. Weißt du, was passiert? Nix. Ich glaube, hier ist irgendwas versteckt. Ich glaube ganz sicher daran, dass der Typ entweder Hunger hat oder Durst hat. Und deswegen er jetzt nicht rennen kann. So. Ja, jetzt stehen wir da und er läuft jetzt die ganze Zeit so kriechend rum. Oder es liegt wirklich an der Zeit. Dann ist das echt ein negativer Effekt. Also ich habe echt keine Ahnung. Ehrlich, ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Wie gesagt, auf Alt habe ich es mir gelegt. Aber er macht nichts. So. Naja, aber wie gesagt, ich wollte ja noch ein bisschen im Camp rumgucken. Und ich glaube, hier finden wir auch nichts mehr. Aber dass der so lahmarschig läuft. Das ist so furchtbar, ehrlich. Aber wieso kann man hier nichts trinken? Ja, man kann hier gar nichts. Man kann einfach nichts. Man kann hier weder was zu essen nehmen, man kann hier weder was zu trinken nehmen. Also da hätte ich mir schon gewünscht, dass man sagt, okay, du bist in der Safe Zone. Die sind ja alle sehr friedlich. Ja, bedien dich, ne, Junge, bedien dich. So, was können wir? Holz sammeln. Ja, das ist ja wichtig, ne, Holz sammeln. Weil mit Holz überleben wir. So. Ja, wir können uns vielleicht mal am Arsch machen, hätten wir ein Feuerzeug. So. Hätten wir das auch geklärt. Machen wir Arsch, gleich überleben. So. Aber krass, also ich finde das Gelände schon echt nice. Also das Gelände ist schon eigentlich ja, echt cool gemacht, aber wie gesagt, dass da jetzt so lahmarschig läuft. Caps Lock, ich weiß nicht, was ich da noch locken muss. Wenn ich Alt drücke und. Nee, auch nicht. So? Nee. So? Nee. Ach krass. Nee. Macht er das automatisch, oder? Ja, okay. Ich dachte, der hat so nach hinten geguckt, weil ich die Maustaste im Stehen gedrückt habe. Das Mausrad quasi, ne? Aber, ne. Das macht er so einfach. Einfach so, weil er Lust hat. Der Lustmolch. Ja. Tja. Also das ist schon mal ein Punkt, der ein bisschen nervig ist. Das ist schon mal Fakt 1. Ja, wir haben ja gesagt, ich mache mal 1-2 Folgen und wir testen das einfach alles mal an. Und jetzt heißt es, ich kann nicht mehr normal laufen, weil, also schneller laufen, ne? Weil hier so rumkriechen, das ist ja, Entschuldigung, das ist ja, auch nicht so irgendwie, ne? Also, da brauchst du ja ewig. Das ist ja echt nicht nice. Ah, ich weiß nicht. Kann ich. Ich denke mal, dass da oben, also links oben im Bildschirm, seht ihr ja auch. Das ist höchstwahrscheinlich die Zeit, weil 19:56, ne, geht ja jetzt so auf die Abendstunden zu, ist mal dunkel. Und die Frage ist jetzt echt nur: Können wir schlafen? Müssen wir schlafen? Weil wir haben absolut kein GUI, ja? Ich komme mir auch so blöd vor, wenn ich das sage. Weil ich nicht weiß, ob es richtig ist. Oh Mann. Ich habe echt den Frosch im Hals. Quark. Mal wieder. Okay, hier waren wir doch schon drin, oder? Ja, so läuft er ein bisschen schneller, finde ich. So, zack. Okay, nee. Macht er auch nicht.
Wenn ich jetzt hier alt und zack mache. Er macht auch nicht. Alt und leert das zum Springen. Der springt ja nicht immer mehr, ne? Der hat regelrecht eine Sperre in seinen. Ja, um sich halt irgendwie normal zu bewegen. Hat da eine komplette Sperre drin. Liegt das vielleicht an den Waffen? Warte mal. So. Nee. Auch nicht? Hä? Hey, habe ich da jetzt. Ah ne, das ist das. 220 Holzstücke haben wir schon. Okay, krass. So, und jetzt? Macht auch nichts. Jetzt gehe ich mal. So, das hat man auch schon gezeigt hier. Okay, ne. Das ist. Das kotzt mich echt an. Das muss ich jetzt schon mal ganz ehrlich sagen. Ein fetter Negativeffekt. Aber. Früher Alpha. Früher Alpha. Steht ja auch Early Alpha Version. 0.3.0.5. Aber ich weiß nicht, wie gesagt, ich habe mir das hier eigentlich. Oh. Jetzt habt ihr kurz meinen Wink. Ach krass, so kann ich. Okay, auf Alt und Enter schaltest du den Hintergrund. Also ich habe nichts zu verbergen, falls ihr das wisst. Aber wer jetzt ganz kurz da Pause hält, der kann ganz viele Spiele sehen bei mir. Und dann wird der ein oder andere sagen, der ist verrückt. Ja, bin ich. Ich bin verrückt. Ich liebe Spiele über alles. So, jetzt weiß das. Nicht, dass ich ja, weil ich ja Let's Plays mache oder so. Nee, nee. Das mache ich. Das ist einfach nur so eine dumme Idee gewesen, weißt du? Nee, ich liebe Spiele über alles, ehrlich. Das ist. Kann man sich gar nicht ausmalen. Also ich freue mich auch immer wieder, wenn irgendwelche großen Ankündigungen kommen. Wie zum Beispiel. Ja, was jetzt schon draußen ist. Sagen wir es das. Also, wo die damals angekündigt haben. Anno 1800. Boah. Geil. Also, da war für mich die Welt in Ordnung. Das kannst du glauben. Natürlich gibt es noch viel, viel wichtigere Sachen wie Gaming. Definitiv. Ja. Auf jeden Fall. Aber es ist ein Hobby. Es ist auch mitunter ein teures Hobby, muss man ganz ehrlich sagen. Aber der legt sich nicht ins Nest, ne? Alter. Aber es gibt noch andere Hobbys, die noch viel, viel teurer sind. Das steht schon mal fest. Die Frage ist jetzt, muss ich jetzt in meinen Container eigentlich gehen, oder? Wir sind ja eigentlich hier rausgekommen, oder? So, aber ich kann hier nirgendwo schlafen. Ich habe hier kein Bett, nix. Musste ich mir das erstmal selber bauen? Aber ich habe ja nicht mal Stoff. Ich kann ja hier nichts machen. Ich kann hier gar nichts wegnehmen. Ne? Der pennt ja schon seit 2 Tagen hier. Kollege, willst du nicht mehr aufstehen? Junge. Ach. Pass auf jetzt. Hörst du das? Das hört sich an wie eine Kuh, aber weißt du, was das sein soll? Sein Schnarchen. Das ist sowas Beklopptes. Oh, nee. Also, sie sind voll verbackt hier, ne? Der zieht da. Zack, zack, zack. Was stimmt denn nicht mit dir, Kollege? Also. Ey, Junge. Bist du krank? Geh mal zum Arzt, das ist nicht gesund. Ah, nee. Okay. Wisst ihr, was wir jetzt mal ganz kurz machen? Wir gehen mal ins Main-Menü. Ich nehme euch jetzt mal mit. Wir laden das ganze Ding jetzt einfach mal neu. Load Game. Let's test. Load. Mal sehen, was jetzt passiert. Ob wir jetzt wieder normal laufen können oder ob wir es einfach nicht können. If you can't find armor, try to craft them. Also wenn du nichts findest, musst du es dir selber herstellen. Hier gibt es nichts außer Holz. Toll. Und ein Speer. Man könnte sich doch einen Speer machen, oder? Das ist doch eigentlich der erste Ansatz, den man sich so macht. Du findest Stöcker. Was machst du? Hä? Okay. Habe ich jetzt wenigstens mein Holz noch? Oder ist das jetzt alles weg? UF Entered Safe Zone. Naja, kann immer noch nicht rennen. Und ich habe mein Holz auch noch. Okay. Okay, aber. Nee, er rennt nicht.
Aber wir haben's. Ah, jetzt haben wir auch den nächsten Tag, siehst du? Er hat irgendwelche Zuckungen. Okay, er läuft nicht mehr normal und hat irgendwelche Zuckungen. Und hier draußen haben wir wieder extreme Performance-Probleme. Ja, sag mal, hier soll wahrscheinlich Wasser sein. So, was passiert, wenn ich durchlaufe? Nix. Okay, krass. Schade. Hätte man schon machen können, dass das Wasser sich so ein bisschen bewegt und Plitscher-Platscher macht. Oder? Ja, ehrlich jetzt, ist so. Ja, hier, wenn du so ein paar Pfützen hast, Plitsch-Platsch. Aber ich kann weder springen noch rennen. Das ist, ich denke mal, das ist ein Riesen-Bug. Warum auch immer, wir waren doch nur hier im Crafting-Menü. Wenn er hier halt. Ja. Ja, es gibt ja viele Sachen, die man machen kann, aber. Ja, ich habe ja kein Close und kein Rope, ich habe gar nichts. Und ich weiß nicht. Jetzt komm. Warte mal, Map? Ich habe gedacht, dass ich jetzt hier vielleicht durch die Map da, weißt du, wo man. Da sind die Dings. Ja, wir werden ja so oder so sterben. Das steht ja schon mal fest. Sachtron hat schon die zweite Folge an, ohne zu sterben. Kann man hier die Blumen pflücken? Man kann gar nichts machen. Außer hier diese Büsche und das Holz rausholen. So, und was natürlich auch. Ah, jetzt sehe ich uns. Da oben sind wir. Siehst du, wo der grüne Pfeil blinkt? Da sind wir. Okay, nach hinten raus ist ein See. Also ich würde sagen, man kann sie nicht mit Escape. Wir müssten nach da raus. Kommen wir da raus? Kommen wir da zum See? Oder? Eigentlich müsste es ja gehen. Warte mal, da müssen wir ein Stück hier rüber. Ich würde sagen, dahin laufen. Aber irgendwie. Ich will doch nur normal laufen. Mehr möchte ich nicht, Junge. Warte mal. So. Caplocks. Ich weiß nicht, was Caplocks war, ehrlich. Ich habe es nie verstanden. Ich glaube, wir müssen hier auf den Hubschrauberlandeplatz. Ja, das ist Crafting, aber Crafting will ich ja nicht. Das ist echt. Warte mal, pass auf, wir gucken mal kurz. Option. So, K-Buildings, ne? So, das ist ja hier. Ihr siehst du Left. Toggle Walk. Und jetzt haben wir es auf Z. Und passiert auch nichts. Siehst du? Da passiert absolut nichts. Also da muss ganz schnell ein Update her, liebe Freunde. Ganz, ganz schnell. Weil. So kannst du das Spiel doch nicht spielen, Alter. Du kannst nichts fahren, du kannst nichts. Du kannst nichts. Da brauche ich ja 5 oder 10 Folgen, ehe ich da hinten am Wasser bin. Ich weiß gar nicht, ob ich das hin zu Holz brauche. Wo soll ich mir eigentlich meine Basis aufbauen? Darf ich die hier bauen? Warte mal, können wir überhaupt schon irgendwas bauen? So, Building, Campfire, Sticks, Rock. Wir können hier noch gar nichts bauen. Doch, warte mal, wir könnten hier. Warte, 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 warte. Das hier, so. So, warte, Inventar. Wie baut man? Ich habe ja nicht mal eine Menüleiste, ne? Sehe ich gerade. Achso, auf B. Auf B ist dann bauen. You cannot build near AI Camps. Okay, also wir müssen auf jeden Fall weiter weg. Ja, Junge, ne? Wenn du Lust hast, schalten 2 Jahre noch mal ein. Wenn wir da vorne sind. Oh mein Gott. Nein. Naja. Also auf was ich mich freue in dem Spiel sind auf jeden Fall die Locations. Das muss ich ganz ehrlich sagen, ne? Was so für Locations dann vielleicht noch nachkommen und was sie sich einfallen lassen. Und also läuft der schneller, oder? Oder habe ich das nur so im Gefühl?
Jetzt haben wir sie auf Z gelegt eigentlich. Ja, macht gar nichts. Der springt wieder. Ach, ist das Kacke. Ehrlich, das ist Kacke. Das ist. Naja, da müssen wir halt ein bisschen rumstolzieren. Ne? So ein bisschen rumgurken. Und man findet auch keine Steine, keine Seile. Oh mein Gott. Ich hätte das dann höchstwahrscheinlich noch nicht rausgebracht. Auf der anderen Seite ist es schön, dass man schon mal anspielen kann und ja, sich erfreuen kann, dass man nicht mehr richtig laufen kann. Oh nein. Und ich habe immer so kleine Lags, ne? Das ist klar. Ja, die Frames gehen natürlich auch runter, aber keine ausgelassenen Frames. Also die FPS gehen runter. So, hier ist schon mal gar nichts drin. 23,57. Ja, willst du meine Oma anrufen? 23,57. Was? Nein. So, da haben wir Strom. Ah, hier ist auch absolut nichts. Könnt ihr glauben. Hier ist alles noch leer. Also ich vermute, dass hier noch sehr, sehr viele große Updates kommen. Indem das alles dann noch befüllt wird. Ja. Das ist ja nicht schlimm. Das ist ja vollkommen in Ordnung. Ja, das hat der Kollege von Mr. Wyway ja auch gemacht. Und absolut voll in Ordnung, ja. Und wenn es vielleicht sowas in der Art wird, dass man das hier auch so macht, man sagt, okay, man hat jetzt das Grundjurist stehen, ne, da kannst du schon mal ein bisschen rumgurken, ne, rumlaufen. Und man sagt sich dann, nach und nach bringen wir dann euch die Updates raus, wo ihr dann immer mehr machen könnt und, ne. Aber wie gesagt, ich bin dann immer noch der Meinung, das Erste, was angesetzt werden muss, ist auf jeden Fall die Performance. Das ist schon mal das Allererste, was gemacht werden muss. Die Performance und dass du ja wieder richtig laufen kannst, das ist ja, ne. Ich krieg doch. Ich glaube, hier geht es auch mehr um wilde Tiere, oder? So, kann ich jetzt hier bauen? Nee, kann ich auch noch nicht. So, vielleicht finden wir jetzt ja hier draußen. Da vorne ist was Weißes. Da laufe ich jetzt mal hin. Vielleicht ist das ein Stein, den ich aufheben kann. Dann haben wir ja schon mal einen Stein. Da können wir uns nämlich wahrscheinlich die Axt machen. Aber siehst du, er rennt trotzdem nicht. Das ist schade. Ja, das finde ich jetzt persönlich sehr, sehr schade, dass der nicht rennen kann. So. Ja, Tatsache. Zack. Okay, nice. Steine. Okay, wenn wir draußen sind, können wir Steine fangen. Haha, komm her, Steine, ich fange dich. Wir können Steine fangen, wie geil. Okay, hier draußen findest du dann das, was du brauchst, höchstwahrscheinlich. Und hier könnten wir jetzt wahrscheinlich auch bauen. Nee, du kannst immer noch nicht bauen. Okay, krass. Sind immer noch zu nah am Camp. So, jetzt probieren wir mal was anderes. Ja, wir haben ja einen Knüppel. So, pack mal hin hier. So, nu? Macht doch nichts. Ne. Macht absolut nichts. Die Sache ist, wenn mich jetzt was angreifen würde, ja? Könnte ich mich dann verteilen? Ich meine, wir testen das einfach hier so. Das ist jetzt hier, das wird kein Let's Play mit 100 Folgen. Da brauchst du dich schon mal gar nicht drauf einzustellen. Wir werden höchstwahrscheinlich mehrmals neu anfangen. Aber wie gesagt, das ist erstmal noch ein kleines Let's Test. Oder angespielt. Sagen wir so, angespielt wahrscheinlich. Aber dass der nicht läuft, das ist. Ich weiß nicht, ob das jetzt echt ein Bug ist oder. Weil ich weiß vorhin, wo wir im Crafting waren. Und ich habe da irgendwas gemacht. Da stand irgendwas kurz da. Aber so richtig sehen konnte ich es nicht. Kann immer noch nicht bauen. Ist ja krass. Okay, warte, wir kommen kurz auf die Map. Das Schöne ist, wir können ja weiterlaufen. Vielleicht kommen wir zum Fluss noch. Oder auch nicht. Dann müsste ich. Komm, hoffentlich kommt ein Bär oder irgendwas, der uns mal frisst. Einfach nur, damit wir es mal gesehen haben. Aber ehrlich, man kann gar nichts machen. Ehrlich, das ist.
You have left a safe zone. Ah, okay, und jetzt könnten wir wahrscheinlich. Ah, jetzt kannst du dir die Sachen zum Beispiel auf der 1 legen, oder? Warte mal, Craft. Ja, Craft, ich will ja nicht Craft. Ne, warte mal, Inventar. Habe ich jetzt hier irgendwo. Warte mal. Split, Drop. Aber wie kann ich mir die runterziehen? Kann ich ja gar nicht machen. So, laufen tut er immer noch nicht. Wir haben natürlich die Safe Zone verlassen. Okay, nice. Also wenn jetzt was kommt, können wir uns nicht mal retten, die 5 Meter, weil wir einfach nur lahmarschig sind. So. Haben wir das auch schon mal geklärt. Oh, hier, da vorne liegt was Rotes. Mal sehen, ob wir damit irgendwas anfangen können. Oh, das ist echt, das ist ein bisschen nervig, oder? Ein bisschen langweilig auch. Na, wenn du jetzt so ewig rumgurkst und ewig nichts passiert. Okay, ein Pilz. Wir haben einen Pilz. So, pass auf, jetzt gehen wir ins Inventar. Was passiert jetzt? Hunger. Ach, guck mal, wer da laufen kann. Bin ich bescheuert. Ehrlich, ich habe da oben die Anzeige nicht gesehen. Rechts oben siehst du jetzt nicht, da ist die Kamera. Warte, ich schalte kurz die Kamera aus. Du kannst nur bestimmtes Gewicht tragen. Und ich war so überlastet, dass der einfach nicht rennt. Freunde, das tut mir echt leid. Verdammt. Hast Pech, du guckst trotzdem die Folge. So, ich mache die Kamera trotzdem wieder an, damit ihr mit mir das Vergnügen habt. Oh, das ist krass, wie wenig der tragen kann, ne? So läuft der ganz normal und das ist Sprinten. Okay. Toll. So, jetzt gucken wir kurz auf die Map. Ach, jetzt kannst du nicht mehr laufen, wenn ich auf die Map. Ah, okay. Okay, krass. Das Problem ist, wir brauchen ein Seil, damit wir eine Axt uns craften können. Aber aus was kann man sich ein Seil herstellen, bitteschön? Jetzt mal ohne Witz. Ja, ohne Witz, Junge, ohne Witz. Oh, da vorne sehe ich Häuser. Irgendwas ist da, eine Hütte oder so. Da gehen wir als erstes hin. Das ist unser Anhaltspunkt. Aber wie krass das doch ist, dass du, Na, du, ich dachte hier, du kannst unendlich Stecker sammeln, da immer rein in die kleine Scheißtasche. Ja, und ja, dann brauchst du dich nicht wundern, wenn du so ewig lahmarschig rumguckst. Und ja. Okay, jetzt die ersten Feinde. Erschieß mich! Ich weiß nicht, sind die feindselig oder? Hallo? Anscheinend nicht. Boah, hat das extreme Performance-Probleme. Oh je. So. Ach hier, cool, hier kann ich. Campfire. Food. Hier, ich will Essen machen. Ach krass, am Feuer kannst du. Okay, Clear Water, Dirty Water. Dann kannst du. Aha, Essen, okay. Pasta. Er kommt so ein bisschen ulkig gemacht, aber nice. Ja, sieht schon geil aus. Und zeigt doch das, was es sein soll, ne? Reis, ist Reis drin? Echt cool. Ja, muss man ganz ehrlich sagen. Okay, da brauchst du einen Topf, brauchst du. Ja, wo soll ich denn das alles herkriegen? So, warte mal. Eine Waffe.
Ich hau ab. Seile. Dosen. Soda. Jetzt sind wir gleich wieder überlastet. Armo. Pipe. So. Ach, wir sind doch schon wieder überlastet, Alter. Wie, was willst du von mir? Ehrlich. Das ist doch Kacke. Kacke ist das, Kacke. So, aber ausrüsten kann ich mich immer noch nicht. Ah, das ist auch wieder ein AI-Camp. Aber in den Camp kannst du natürlich jetzt looten, ne? Das ist... Jetzt, ja, hier, das ist ein kleines Popelcamp. Da kannst du looten, Junge. So, warte mal, nimm mal weg. So, Trop. Ne, warte, nicht Trop. Pass mal auf. Haha, wir haben ja hier eine Kiste. So. Geht das hier irgendwie? Ne, das musst du natürlich erst rüberziehen mit der Hand. So, was wiegt denn so ein Knüppel? Ehrlich? So schwer? Willst du mich verarschen? Die Stöcker sind so schwer? Ach komm, hör auf. Ich kann die jetzt nicht irgendwie... Hunger 50, Durst minus 10, Durst 30. Okay, nice. Wir haben immer noch 25 Gewicht. Pipe, ich hätte glaube... Kann ich die hier drüben splitten? Ne, kann ich auch nicht. Okay, die muss ich mir ins Inventar ziehen und muss die dann splitten. Ne? So, 2, split. So, dann packen wir 3 wieder rein, damit wir unser Gewicht erstmal wieder reduzieren. So, genau. Splitten wir das, splitten wir das. Weißt du warum? Erstmal haben wir weniger Gewicht und wir wissen, dass hier noch was drin ist. So. Ja, dann haben wir minus 7 rein, zack. So, da sind wir doch schon mal ein bisschen safer. Aber die Frage ist halt, wie rüstet man sich die Waffe aus? Aha, jetzt auf 1. Okay. Okay, so ist Zielen. Sehr nice. Und wenn ich jetzt wieder 1 drücke, steckt er so weg. Okay, krass. Okay, geil. Also auf der 1. So, habt ihr jetzt noch irgendwas hier, Leute? Habt ihr noch irgendwas? Jus, was haben wir denn hier? Nix. Aber okay, hier kann man sich auch... Wahrscheinlich kann man diese Kisten sich selber dann craften. Und... Ja. Also ich bin immer noch... Man sieht das gar nicht auf die Map, dass man... Ach, wieder... Man muss denn immer wieder M drücken. Dass man hier noch so eine Kisten hat, ne? So eine kleinen Camps. So eine Kisten. Man hat Kisten, Junge, Kisten. So, jetzt will ich auch mal kurz noch was testen. Wie sieht denn das jetzt aus hier? Use. Achso, da kriegen wir gleich... Use. Da kriegen wir leere Dosen. Die werden wir wahrscheinlich brauchen. Unbedingt. Aber ich... Ja, ist natürlich jetzt Blödsinn. Weil wir haben noch absolut... nix anzeigen, dass wir überhaupt Hunger oder so haben, ne? Siehst du, im Camp kannst du das nämlich nicht klicken. Okay, hier die Grünkisten kann man öffnen. Im Bett kann ich natürlich nicht schlafen. Hier, die ist leer. Da gibt es so eine großen Lagerkisten. Okay, auch sehr nice. Finde ich schön, ehrlich. Muss ich ganz ehrlich sagen. Finde ich echt schön. Und ja, jetzt natürlich mit dem Gewicht, dass wir das jetzt wissen. Da musst du erstmal drauf kommen. So. Das heißt, als nächstes... Ja, du kannst ja nicht... Hier, das ist... Jetzt bist du eigentlich damit beschäftigt, auf der ganzen Karte rumzugucken, wo baust du dir eigentlich dein Camp? Brauchst du eins? Musst du mehrere bauen? Keine Ahnung. Das können wir herausfinden, ja? Wie gesagt, da oben, also direkt über uns, ein bisschen ist ja das Große. Und ich dachte vorhin so mehr in der Mitte. Siehst du das in der Mitte? Da ist so ein kleiner Fluss und ein bisschen drüber weg. Da scheint noch was Großes zu sein, auch eine größere... Stadt vielleicht, oder keine Ahnung. Map-Symbole sind ja hier eigentlich auch, aber ja, keine Ahnung. Wird noch nichts angezeigt auf der Map. Wie gesagt, ich denke mal, die nächsten Tage wird es auf jeden Fall Updates schon geben. Und ja, Freunde, dann mit diesem Bild vom Campfire würde ich sagen, verabschieden wir uns auch. Wie gesagt, wenn ihr mehr sehen wollt, schreibt es mir in die Kommentare. Ich werde das jetzt erstmal hier ein bisschen beenden. Und
Ja, wie gesagt, wenn du mehr sehen willst, schreib es unten in die Kommentare. Ja, mach noch ein paar Folgen oder wie auch immer. Lass uns noch ein bisschen zusammen erkunden. Wie und was? Schreib es einfach unten rein. Knall alles rein. Immer schreib. Wisst ihr, jetzt können wir wieder springen. Na, jetzt sei Dank. Ja, ansonsten, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.